Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von onexu.com mit mir Alexander Kaiser mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal bleiben wir am Sonntag in Paris-Vincennes und gehen natürlich nach Köln in den großen Preis von Europa. Am Samstag auch noch tolle Rennen in Frankreich, aber wir bleiben am Sonntag erstmal bei den Franzosen. Es geht auf das Plateau de Gravel nach Paris-Vincennes. Tolle Rennen hier am Ablauf. Und ich habe mir den Prix de Clermont-Ferrand ausgesucht. Ein Kurs-Europäer, ein Fahren. Da habe ich nämlich letztes Mal eine gute Form gesehen. Das Rennen geht über 2700 Meter. Hier einige deutsche Pferde sind hier genannt. Allen voran City Guide hier aus dem Stall von Erwin Bott. Der kommt vom Anfang Juli. Hat eigentlich nur tolle Leistungen gezeigt. Wenn es in die Grupperennen ging, da war er auch stark gewettet, aber da konnte er noch nicht abliefern. Aber das Pferd an sich ein Muster an Beständigkeit. Er hätte natürlich auch in die Breeders' Crown gehen können. Das findet ja am Samstag oder am Sonntag in Berlin-Mariendorf statt, aber sie gehen mit ihm nach Paris-Vincennes. Ein tolles Pferd, was hier seinen Anhang finden wird. Fubria, das ist das Pferd, auf den Sie alle achten sollten. Die vierjährige Stute aus dem Allerstall war ja einzige Seriensiegerin und hat nun endlich wieder einen tollen Ansatz gezeigt. Das war ein vierter Platz in einem Gruppe 2 zu Top-Pferden wie Fletcher Boubon, den wir ja letzte Woche im Reiten überlegen haben, siegen sehen. Und dieses Mal hat die Stute alle Chancen. Die Mutter ist Sanava, also blaublütig gezogen. Das war eins ein tolles Pferd aus dem Allerstall. Vier Eisen runter, Johann de Bourgeois. Das ist ein ganz gefährliches Pferd hier. Fashion Queen noch zu erwähnen, das ist die Stallgefährtin. Auch dieses Pferd natürlich 4 Jahre alt, Bestzeit von 13,4. Das Pferd zeigte auch nach langer Pause in Grenier erst einen Ansatz und dann in Vincennes. Also auch dieses Pferd scheint wieder besser in Fahrt zu kommen. Aber für mich, die Siegerin wird Fubria sein. Das war letztes Mal ein so tolles Rennen von der tollen Stute. Der Knoten ist für mich geplatzt und deswegen gehe ich mit der vierjährigen Fubria am Sonntag im Prix de Clermont-Ferrand in Paris-Vincennes. Dann geht es weiter nach Köln. Zunächst erstmal in ein Listenrennen, den Kölner Stutenpreis für dreijährige und ältere Pferde. Und hier sind einige Starter stehen geblieben. Favoritin wird wohl Wishfully werden aus dem Stall. Ja, wie soll es auch andere sein, von Henri-Alex Pantal, der ja wirklich einen unfassbaren Schnitt hat in Deutschland. Also der weiß ganz genau, was man braucht, vor allem in solchen Rennen. Ja, die Stute Wishfully, sie suchen natürlich nach einem Listensieg. Die Stute war Dritter in Baden, das war zu guten Engländern. Der zweite Platz in Louville davor, der wurde nicht aufgewertet. Doch natürlich bleibt sie interessant. Edith aus dem Stall von Roland Jubasch. Auch das Pferd wartet nun schon lange auf einen richtigen Treffer in einem höher dotierten Rennen, vor allem in einem ja, klassischen Rennen. Oft platziert, zuletzt sogar vor dem Derby-Sieger Weltstar, hat auf diesen 1850 Meter ja noch nicht gewonnen, aber über 1800, das war ein kleineres Rennen und vielleicht hilft ja der Distanzwechsel weg von den 2-2 auf diese 1850 Meter. Dann ein Pferd noch aus England, Bubble and Squeak, ist eine Dauerläuferin, hat eigentlich nicht oft den Zielrichter belästigt, besonders die ersten drei Plätze nicht. Hat ein Handicap gewonnen, ein Klasse 2 in Ascot, 45.000 Pfund war das Rennen dotiert, aber vor diesem Pferd müssen sich die Deutschen nicht in Acht geben. Die beiden Pferde, die natürlich hier auch ganz gefährlich sind, sind Viva Gloria und Wish You Well. Die beiden trafen zuletzt in Baden aufeinander. Wish You Well hatte da das bessere Ende für sich, stand ganz hoch am Toto aus dem Stall von JP Cavallo. Eduardo Pedroza wird verpflichtet für das Pferd. Aber auch wieder auf Gloria, da sitzt kein geringerer als anderer Starke. Und für mich ist das Pferd, das dieses Rennen gewinnt. Zweimal jetzt Zweiter, die Form ist wirklich aufsteigend. War ja einst in der Diana gelaufen, stand dort auch gut gewettet am Toto. Danach ging es ein bisschen bergab, aber die letzten beiden Formen waren top. Und für mich hier mit der Verpflichtung von anderer Starke, der auch wieder besser in Form kommt, das passt doch hier. Viva Gloria, der Tipp für mich im Kölner Stutenpreis am Sonntag in Köln. Und jetzt natürlich der große Preis von Europa, Gruppe 1, 155.000 Euro Dotation über die Derby-Distanz von 2.400 Meter. Ja, ein tolles Feld ist hier zusammengekommen, international besetzt. Sprechen wir erstmal über den Derby-Sieger in diesem Jahr, Lacario. Der konnte letztes Mal nichts ausrichten gegen Gaiatir, gegen das Godolphin-Pferd, der ja hoch überlegen gewann und jetzt zu einem der Arc-Favoriten avanciert ist. Wurde sogar von Donja noch abgefangen, Lacario.
Jetzt geht es aber wieder rechts herum. In Köln hat er bereits zweimal gewonnen. Das heißt also, es gibt keine Ausrede mehr mit links und rechts herum. Aber die Derby-Form so richtig aufgewertet wurde sie nicht. Unter der Woche konnte man noch lesen, Django Freeman, der jetzt in Australien ist, hat sich gut eingefunden. Der Trainer ist mit ihm zufrieden. Aber die dahinter waren Quest the Moon, letztes Mal nur letzter in Frankreich, da hat man auch mehr erwartet. Das war in einem Arc-Trial. Akkon überzeugte auch nicht. Die einzige Form, die wirklich gut war, naja gut, Andoro war noch zweiter in Baden. Diva, Sorry Thunder, der gewann in Frankreich ein Listenrennen. Also so richtig hast du die Form nicht aufgewertet, aber Lacario mehr als gewinnen konnte er nicht. Mal schauen hier, was hier in diesem Rennen geht. Donja wurde in die Höhle des Löwen geschickt, muss man wirklich sagen, und lieferte ab, kam weit vor Lacario ein, kämpfte wirklich großartig. Und das profitiert natürlich von der tollen Stallform von Henk Greve, der ja an allen Orten gewinnt. Ob sie sogar bereit ist hier für einen Sieg gegen diese tollen Hengstier, das wird sich zeigen. Favorit wird vielleicht Roger Charltons Aspetta werden. Gewann in Chantilly in Gruppe 2 gegen Ziad und Silverwave. Das war okay, die sind gute Pferde. Danach kam der Altani-Hengst weit hinter Coronet und hinter Ziad und Latti da ein. Also auch tolle Pferde. Aber wie gesagt, der war schon ein bisschen weiter hinter. Und für mich ist der nicht so richtig gut. Also, dass man auf den hier ohne weiteres wetten könnte oder viel Geld draufpacken will, da sehe ich doch eher ein Fragezeichen. Für mich das Pferd hier, das man unbedingt beachten soll, ist Best Solution. Hat zwar erst einen Saisonstart, das war in Kempten, das Rennen habe ich gesehen, war dort richtig heißer Favorit auf der Sandbahn, aber konnte nichts ausrichten. War nur Siebter, das war ein Aufbaustart. Saad Bensouror hier, der Trainer, der weiß natürlich, wie man hier auf diesem Pflaster gewinnt, gewann letztes Jahr zwei Rennen mit ihm. Hier in Deutschland Patrick Cosgrove mal wieder verpflichtet. Der Mann kennt das Pferd bestens. Hier und danach gewann der den Caulfield Cup. Also das war schon wirklich eine super Leistung. Ja, großes Fragezeichen. Saisondebüt in Kempten ging in die Hose. Aber der sollte doch was im Tank haben. Und Saad Bensouror hier, der würde nicht umsonst hinschicken. Deswegen gehe ich mal mit Best Solution. Das Pferd hier mit einem großen Fragezeichen. Aber die Klasse hier hat er allemal. Und wenn er die letzten Formen, vor allem die Siegformen hier in Deutschland nochmal zeigt, dann schlägt ihn hier keiner. Deswegen für mich ein kleiner verhaltener Tipp, aber Best Solution, wenn er gut drauf ist, gewinnt dieses Rennen den Preis von Europa. Ja, das war's schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche Ihnen natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!